Mit einer offiziellen Zeremonie hat Äthiopien die Rückgabe einer Sammlung von im 19. Jahrhundert von britischen Soldaten geplünderten Artefakten gefeiert. Der Großteil gelangte durch einen Raubzug der britischen Armee nach der Niederlage von Kaiser Tewodros II. In der Schlacht um Magdala im damaligen Abessinien 1868 nach Europa. Äthiopien fordert von Großbritannien die Rückgabe weiterer Kunstschätze.